Halo, guten Tag, dobrodan, dobrodošli u novu video lekciju konverzacijski nemački za vas. Dakle, snimam za vas materijal koji će vam pomoći, naravno, ako ga mnogo puta slušate, da brže progovorite na nemačkom i da se brže osetite sposobnim da nešto sami kažete na nemačkom, što je naravno najbitnije. Ispod ovog videoklipa ostavila sam za vas dva linka. Dakle, jedan je za moj šestosatni video gde sam pročitala veliku zbirku rečenica na nemačkom, a drugi videoklip jeste 7,5 skoro sati pitanja i odgovora na nemačkom. Dakle, toplo vam preporučujem da gledate. Ako želite da učite na Skype-u nemački sa mnom, takođe pogledajte za informacije opis ispod ovog videa, a mi sada krećemo sa novom lekcijom. Du musst die Wohnung renovieren. Moraš da renoviraš stan. Du musst die Wohnung renovieren. Die Wohnung sieht schlecht aus. Du musst sie renovieren. Okay, ich muss, aber kannst du mir helfen? Wir können das gemeinsam machen. Možemo to da uradimo zajedno. Wir können das gemeinsam machen. Natürlich, selbstverständlich kann ich dir helfen. Ich bin dein bester Freund und wir können deine Wohnung gemeinsam renovieren. Wissen Sie, wo hier ein Schuhgeschäft ist? Ihr seht, gde ovde ima neka prodavnica cipela. Wissen Sie, wo hier ein Schuhgeschäft ist? Ja, das weiß ich genau. Znam tačno. Gleich um die Ecke gibt es ein Schuhgeschäft. Es ist ein günstiges Schuhgeschäft. Danke schön. Die Geschwister sehen sich nur selten. Brat i sestra se samo retko viđaju. Die Geschwister sehen sich nur selten. Sehen sich die Geschwister oft? Nein, leider nicht. Er wohnt auf dem Land und sie wohnt in der Stadt und sie sehen sich nur selten. Fahren Sie geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Vozite pravo do sledeće raskrsnice. Fahren Sie geradeaus bis zur nächsten Kreuzung. Also, Entschuldigung, ich muss zum Bahnhof gehen. Wie komme ich zum Bahnhof? Fahren Sie geradeaus bis zur nächsten Kreuzung und dann biegen Sie rechts oder biegen Sie links. Ich fühle mich in großer Gesellschaft wohl. Ja se u velikom društvu osjećam dobro. Ich fühle mich in großer Gesellschaft wohl. Wie fühlst du dich in großer Gesellschaft? Ich fühle mich ein bisschen unangenehm. Ich fühle mich nicht wohl in großer Gesellschaft. Und du, wie fühlst du dich? Ich fühle mich wohl. Vor einem halben Jahr ungefähr. Pre otprilike godinu dana. Vor einem halben Jahr ungefähr. Also, wann hast du mit dem Deutschkurs aufgehört? Kad si završio kurs. Wann hast du mit dem Kurs aufgehört? Vor einem halben Jahr ungefähr. Oder wann bist du hier gekommen? Vor einem halben Jahr ungefähr. Ja, das ist so ungefähr die Lage. Znači, takva je situacija otprilike. Das ist so ungefähr die Lage. Die Situation, die Lage ist so ungefähr. Ungefähr um Viertel nach sieben. Otprilike u 7:15. Ungefähr um Viertel nach sieben. Wann kommst du heute? Ungefähr um Viertel nach sieben. Wann fängt der Film an? Kad počinje film? Ungefähr um Viertel nach sieben. Was hat er gemacht, während sie ferngesehen haben? Šta je on radio dok ste vi gledali TV? Was hat er gemacht, während sie ferngesehen haben? Also, ich habe ferngesehen und er hat geschlafen. Oder ich habe ferngesehen und
Er hat das Mittagessen gekocht. Ich habe ihn gesehen, er ist zur Arbeit gegangen. Sie ist ins Zimmer gekommen, während er geputzt hat. Ona je ušla u sobu dok je on čistio. Sie ist ins Zimmer gekommen, während er geputzt hat. Er hat das Zimmer geputzt. Und dann ist sie gekommen. I onda je ona došla. Ili sie ist ins Zimmer gekommen, während er geputzt hat. Und dann haben sie zusammen das Zimmer geputzt. Wer arbeitet in der Schule? Wer arbeitet in der Schule? Mein Vater arbeitet in der Schule. Er ist Lehrer, oder? Meine Mutter arbeitet in der Schule. Sie ist Lehrerin. Er ist Lehrer, sie ist Lehrerin. Sie arbeiten in der Schule. Wer arbeitet in der Schule? Ich weiß nicht, wer in der Schule arbeitet. Nicht alle Kinder haben ein eigenes Zimmer. Nemaju sva deca svoju sobstvenu sobu. Nicht alle Kinder haben ein eigenes Zimmer. Okay. Wir möchten ein Hotel mit Halbpension. Želimo hotel sa polpensionom. Wir möchten ein Hotel mit Halbpension. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Tu vam ja ne mogu pomoći. Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Entschuldigung, ich bin fremd hier. Wissen Sie vielleicht, wo die Bank ist? Da kann ich Ihnen leider nicht helfen. Ich bin auch fremd hier. Ich kenne die Stadt nicht gut. Sprechen Sie während des Unterrichts mit anderen Schülern? Da vi pričate tokom predavanja sa drugim đacima. Sprechen Sie während des Unterrichts mit anderen Schülern? Natürlich spreche ich nicht mit anderen Schülern. Ich höre dem Lehrer zu. Ich höre dem Lehrer zu. Ich kann nicht mit anderen Schülern während des Unterrichts sprechen. Das wäre nicht höflich. Das wäre nicht höflich und ich könnte das nicht machen. Während des Unterrichts. Ich höre meinem Lehrer zu. Ich spreche nicht mit anderen Schülern. Sprechen Sie während des Unterrichts Englisch? Da li tokom predavanja pričate na engleskom? Sprechen Sie während des Unterrichts Englisch oder Deutsch? Manchmal sprechen wir auch Englisch, aber meistens sprechen wir während des Unterrichts Deutsch. Wasch dir bitte das Gesicht, operi lice, odnosno umi se, mama kaže detetu. Wasch dir bitte das Gesicht. Der Chef ist gerade in einem Gespräch. Chef je trenutno na jednom razgovoru, na sastanku. Der Chef ist gerade in einem Gespräch. Der Chef kann nicht gerade mit Ihnen sprechen. Er ist beschäftigt. Ich gehe morgen Abend. Idem sutra uveče. Ich gehe morgen Abend. Wohin gehst du morgen Abend? Gde ideš sutra uveče? Wohin gehst du morgen Abend? Ich gehe ins Kino. Morgen Abend. Kommst du mit? Willst du mit? Hoćeš li sa mnom? Kommst du mit? Ili willst du mit mir ins Kino gehen? Ich muss meine Blumen gießen. Moram da zalijem cveće. Ich muss meine Blumen gießen. Heute hat es nicht geregnet und deshalb muss ich meine Blumen gießen. In meinem Garten. Ich hatte Grippe, jetzt bin ich wieder gesund. Imao sam grip, sada sam ponovo zdrav. Also, wie fühlst du dich? Wie geht es dir? Ich hatte Grippe. Ich war krank. Und ich musste im Bett bleiben. Aber jetzt bin ich wieder gesund und morgen gehe ich wieder zur Arbeit. Vorsicht, das ist giftig. Pažljivo, to je otrovno. Iss das nicht, nemoj da jedeš to, trink das nicht, nemoj da piješ to. Das ist giftig.
Du musst mehr auf deine Gesundheit achten. Moraš više paziti na svoje zdravlje. Du musst mehr auf deine Gesundheit achten. Denkst du, dass ich mehr auf meine Gesundheit achten muss? Ja, ich glaube, ich bin mir sicher, dass du mehr auf deine Gesundheit achten musst. Gesundheit. Sind Sie erkältet? Na zdravlje, da li ste prehlađeni? Gesundheit. Sind Sie erkältet? Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Mein Lieblingsgetränk ist Orangensaft. Mein Lieblingsgetränk ist Orangensaft. Und dein Lieblingsgetränk? Ist es Orangensaft oder vielleicht Bier oder Wein, Wasser, Apfelsaft? Ich glaube, der Chef ist heute nicht im Büro. Mislim da šef danas nije u kancelariji. Ich glaube, der Chef ist heute nicht im Büro. Er musste rausgehen. Er ist jetzt nicht im Büro. Er glaubt mir nicht, dass ich schon um 8 Uhr hier war. On mi ne veruje da sam već od 8 sati ovde bio. Er glaubt mir nicht, dass ich schon um 8 Uhr hier war. Ich bin früh aufgestanden. Ich bin um 6 Uhr aufgestanden und ich bin hier um 8 Uhr gekommen. Aber er glaubt mir nicht. Aus alter Gewohnheit treffen wir uns jeden Samstagabend. Kao i stare navike nalazimo se svake subote uveče. Also, wann trefft ihr euch? Wir treffen uns am Samstagabend. Und trefft ihr euch jeden Samstagabend? Ja, jeden Samstagabend treffen wir uns. Aus alter Gewohnheit. Aus alter Gewohnheit machen wir das. Ich bin daran gewöhnt, früh ins Bett zu gehen. Ja sam naviknut na to da idem rano u krevet. Ich bin daran gewöhnt, früh ins Bett zu gehen. Ich bin daran nicht gewöhnt. Ich bin daran gewöhnt, spät ins Bett zu gehen. Wann gehst du ins Bett? Gehst du früh oder spät ins Bett? Normalerweise. Ich gehe normalerweise spät ins Bett. Das ist nicht gesund, das ist nicht gut, aber ich bin daran gewöhnt. Gewöhnt. Ist der Ring aus Gold? Nein, der sieht nur so aus. Da li je prsten zlatan? Ne, samo tako izgleda. Is der Ring aus Gold? Nein, der sieht nur so aus. Der Ring sieht nur Gold aus, aber es ist nicht so teuer. Es ist ein billiger Ring. Ich möchte die Wohnung gründlich reinigen, bevor der Besuch kommt. Znači, hoću da detaljno očistim stan pre nego što dođe poseta. Ich möchte die Wohnung reinigen, aber gründlich reinigen, bevor der Besuch kommt. Wir haben das gleiche Hemd an, imamo iste košulje na sebi. Ich habe ein rotes Hemd an und sie hat ein rotes Hemd an, also wir haben das gleiche Hemd an. Ich möchte so gern einmal im Lotto gewinnen. Tako bih rado da dobijem na Lotto. Ja. Ich möchte auch gern einmal im Lotto gewinnen. Leider ist im Moment niemand zu Hause. Nažalost, trenutno nikog nema kod kuće. Leider ist im Moment niemand zu Hause. Ist jemand im Moment zu Hause? Ist jemand im Moment zu Hause? Nein, niemand ist zu Hause. Hier kann man nirgends parken. Ovde se nigde ne može parkirati. Im Stadtzentrum, in der Innenstadt kann man nirgends parken. Wo ist Stefan? Ich kann ihn nirgends sehen. Der Stefan, nigde ne mogu da ga vidim. Wo ist Stefan? Ich kann ihn nirgends sehen. Er ist heute nicht zur Arbeit gekommen. Er ist zu Hause geblieben. Er ist krank.
Vielleicht kommt er noch. Oh, možda će i doći. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht fühlt er sich besser und vielleicht kommt er zur Arbeit. Das ist doch ganz normal. To je sasvim normalno. Das ist doch ganz normal. Er ist immer spät. Er kommt nie pünktlich. Das ist ganz normal. Eva hat immer sehr gute Noten in Deutsch. Eva uvek ima dobre ocene iz nemačkog. Eva hat immer sehr gute Noten in Deutsch. Sie mag Deutsch sprechen, sie spricht Deutsch wirklich gut und sie lernt viel und immer hat sie sehr gute Noten im Deutsch. Das ist ganz normal für sie. Huh, to je to. Vidimo se. Tschüss.